Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Felsbrunn. So, wir tappen mal zu unserem Geschoss, genau hier wollten wir auch hin. Den hatten wir ja gestern so weit, dass wir abladen wollen. Geben wir mal den vorderen, genau. So. Jetzt gibt man den hinteren, wo wir so weit vorfahren können, dass wir den auch abladen können. So. Jetzt kippen wir mal die Ladung vom Feld 22 ab. Das erste ist leer. Und der zweite auch. Let's go. Zurück. 70% haben wir, fehlen noch 30. Aber in 30 müssen wir es genau nehmen. Müssten wir aber alles schaffen. So, rum hier. Auf geht's. So. Bumpel die Bumpe. Muss mal ganz kurz hier vorbei. Sind wir bei Feld 6. So, da kommen wir hier rum. Da ist Feld 11, das passt auch. Und da haben wir schon mal Feld 22. Mal gucken, wo unsere Gerätschaften hier stehen, dass wir gleich abtanken können hier. Da oben steht er doch. Werden wir das doch gleich in Angriff nehmen, das Abtanken. So, rein damit. So macht man es zwar näher, aber es bleibt mir dann wirklich jetzt. Na, Kim. Muss so bald mal leer sein. Bitte. Jetzt ist leer. So. Also hier wo rein. Motor an. 250 zurück. Schneidwerk anschalten. Und los geht's. Ja, Trash-Vorgang eingeleitet. So, ah, Mist, wieder stehen lassen. Egal, ist jetzt wie futzeln. Wir dreschen so alles runter. So.
Bin ja mal gespannt, wie weit wir hier noch hoch und runter fahren müssen, wie viel mal. Oh Mann, sollte doch gefälligst gucken, wo ich lang fahre und hier am Feldrand gucken, wie viele Bahnen es noch sind. Kommt bis Knie raus. Sudili. Hoch, ja. Dann könnten wir mal gucken, wie es mit unseren Feldern aussieht. Aber sie selbst sind sie erstmal grün. Schwer war schon mal alles abdreschen und gucken wir nochmal, was sich da so entwickelt hat. Und zack. Super, 8%. Mal gucken, ob wir auf der Strecke noch voll werden. Es wäre wünschenswert, aber sonst. Entschuldigung, müssen wir mal wieder ins Gemüse. So, da haben wir es hinter. So steht er jetzt, jetzt müssen wir mal gucken. Wir fahren so rum die Ringelreihe. So. So, zack und zurücktappern, gleich. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt noch zusammenkriegen hier. Ich denke mal, voller Tasche wird es zu merken, den kriegt man nicht ganz rein. So. Und zack, bumm.
die Bahnen werden jetzt immer kürzer. So, gleich haben wir es geschafft. Da ist noch ein Sträuchlein. Das muss noch mit. So, Schneidwerk machen wir es mal aus. Rolli raus. Und da sind wir da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, tanken wir mal ab, mal gucken, was reingeht. Bitte lass alles reingehen. Bitte, 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 bitte. Mist, 6% bleiben drin. Ah, schade, schade, schade. Aber die 6% tue ich bei mir ins Silo zackern, denke ich mal. So, weiter geht's. Mit meinen Akkuline-Anhängern wäre es gegangen. Der hätte vielleicht auch immer weniger oft fahren müssen, denke ich mal. Ja. Ich hoffe, die 6% fehlen nicht. So, jetzt hier rum. Das Feld 10 haben wir da. Am Feld 6 vorbei. So, Dilly.
Nehmen wir die Beinchen geklappert und dann sind wir schon wieder da. Bin hier mal gespannt, was hier die Verkaufsstelle sagt. Ob wir es fertig haben oder nicht. Ach ja. So, gibt's was Neues zu erzählen? Oder ich noch auf der Suche nach einer neuen Map bin, weil ich würde gerne die Felsbrunnen verlassen. Ich habe schon was im Auge. Welche Map verrate ich noch nicht? Muss man mal gucken, aber ich denke mal zum 1.6. werden wir umziehen von der Felsbrunnen auf eine andere Map. Ich bin zu weit drüben, da kann ich nicht abklippen, weil es neben Silo rieselt. So. Gucken, ob es jetzt besser wird, wenn wir hier weiter drüben sind. Ja. So, dann lasst euch überraschen. Muss mal gucken, ich muss noch etwas herrichten und testen. Es ist abgeschlossen, gut, jetzt gibt es Kohle. Und dann sehen wir weiter. Denk mal, 1.6. schon gucken, was das für ein Tag ist. Müsste aber nach meines Erachtens, was erwartet, wäre ein Wochenende. Ein Samstag wäre das. Würde ich gerne die Map wechseln. Mir wurde eine empfohlen. Derjenige, der mir sie empfohlen hat, der wird wissen, welches sein wird. Ich habe schon mal drauf geguckt, aber halt ohne Mods. Bis auf die ich brauche, dass die Map einwandfrei funktioniert. Muss aber noch ein bisschen was herrichten. Also will in der XML rumspielen. Dass wir einfach so einen Stopp haben wie auf der Hasefeld. Muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie ich das mache. Und das nimmt noch etwas Zeit in Angriff, darum, sage ich mal, 1,5 Wochen werden wir den Webwechsel vollziehen. Jetzt ist jetzt zum Montag, zum 27. ist mit sehr knapp zeittechnisch. Dann ist zwar schon Freitag, dann kommt Samstag, Sonntag noch 2 Folgen. Also, es werden jetzt noch 3 Folgen. Also, das ist mir ein bisschen zu knapp. Daher gönne ich mir lieber 2 Folgen 50 mehr. Also stell dich mal drauf ein. Letzte Folge, Felsbrunn, 31.05. Und das neue Projekt startet am 1.6. Muss ich bloß gucken, dass ich das selber irgendwie auf die Kette kriege, nicht dass ich das jetzt verhaue. Muss ich selber ein bisschen gucken. Also bis da ich ein bisschen 2 Folgen im Voraus, also ein bisschen im Voraus produziere, habe ich jetzt noch 7 Tage, wo ich aufnehme. Kommen jetzt mit dieser Folge, inklusive dieser Folge, jetzt noch 8 alte Folge und dann noch 7 weitere. So, hier rum. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch so einen Angriff nehmen können. Aber jetzt genug Kohle eigentlich. Und noch eine Neuerung, denke ich mal, werde ich übernehmen für das Projekt. Ich werde, na, sag schon, CP machen. Jetzt brauche ich aber erstmal die Verträge. 15, oh, muss noch mal abschließen. Und 15. Abschließen. 68.000. So, gucken wir mal bei den Verträgen. Was haben wir hier? Das fällt nebenan. Was auch Gold gibt, die 13. Gucken wir da mal. So, bum bum. Ernten 33. Irgendwie, ach, die da unten. Ernten Feld 2 bringt nicht genug Kohle. Feld 14. Feld 15.
14 und 15 wären noch zu ernten. 3 und 2 nicht, oder zu ernten? Wollen wir Feld 14? Das ist einfach neue Maschinen. Feld 15? Ne. Das sind die überhaupt die Felder? Feld 14, wo ist die 15? Feld 15, wo bist du? Ach, da unten der Streifen. Den wir uns eventuell kaufen, kaufen wollen, wenn wir hier, obwohl da jetzt hinfällig mit den Tieren, wenn wir jetzt die Map wechseln, nicht gewechselt hätten. Daher machen wir noch ein bisschen, was Kohle bringt. Hier war das Feld 13, haben wir da auch noch. Nehmen wir gleich mal die 13. Akzeptieren. So, jetzt brauche ich mal den Treasure. Aber schneiden wir gleich mal ganz kurz hier fallen. Ich komme gleich wieder mit dem Teil. Ich tank mal schnell Like the Pro mäßig ab. So, fahren wir mal schnell darüber, ohne über das andere Feld zu brechen. Wird ein bisschen schwieriger. Oh Gott, das ist meine Lieblingsfrucht. Zuckerrüben oder sowas. Ah, die mag ich überhaupt nicht. Aber da stehen wir drüber. So, hier haben wir Silo. Jetzt hier hoch. Rühren die wieder raus und hoffen, dass der. Jawohl, so muss das sein. So, jetzt aber. So, beim Zylindra hat es immer gereicht. Hier reicht es auch. So, rühren die rein. Hoch. Und wir können gleich nebenbei noch auf den Feldern gucken, das passt doch alles. Jetzt gabeln wir bloß unser Schneidwerk auf. Und dann geht's hier drüben mit der 13 weiter. Wenn man sich auf den Magen legen, ich habe sie einfach in den Dreck geschmissen. Macht man auch nicht üblicherweise. Darum unter den richtigen Bauern und Landwirten bitte hier mich nicht ohrfeigen steinigen. Das war eine Notlösung. Ich weiß auch, dass man hier nicht so abtankt, wie ich jetzt abgetankt habe. Aber wir dürfen alle nicht vergessen, das ist nur ein Spiel und ich spiele es so, wie ich es möchte. Und da kommen jetzt mal solche paar, die in der realen Landwirtschaft nicht vertretenen Sachen auch bei mir vor. A, weil ich es nicht besser weiß und B, weil es das Spiel hergibt. So. Schmeiß mal an den Stuhl, ja. Und los geht's. Was haben wir jetzt hier drin? Hafer. Wäre was für die Pferde. Den Rest war schon einlagern, denn was übrig bleibt. Für die Pferde. So, dresch mal los hier. Sind wir doch voll im Hafer. So. Was wir oben mal abliefern, das ist ja gleich um die Ecke. Das passt.
So, gleich haben wir es geschafft. Mit der ersten Runde vom Vorgewende. Und das war's. So. Jetzt geht's hier hoch. Wow, ein Stück rüber. Wir kämpfen uns hier hoch. Ich will nicht so hochfahren, sehe, fällt mir gerade YouTube-Video ein. Bei Facebook habe ich ein Video gesehen, wo mit so einem Drescher und mit einem steileren Hang runtergefahren. Aber jetzt nicht so wie ich hochfahre, sondern runtergefahren. Und das Ding hat einen vollen Korntank. Nur, da war ein ganzes Stück steiler, sage ich mal, etwas so wie drüben hier, Feld 28, 29, sind die runtergefahren mit dem Flascher. Ich glaube, Schneidwerk hatten sie keins mehr dran, ich weiß nicht mehr genau. Immer macht er, hat er hier, wie bei allen meinen Menschen, Schwänzchen in die Höhe gemacht. Ist er vorn übergekippt. Das war so irgendwo in Kanada oder wo das war, haben sie den Drescher vorne übergekippt und haben Korntank oben über die. Ich würde sagen, hier oben über die Öffnung, wo es jetzt das Korn vom Drescher oben reinrieselt. Über die, oben halt über die Öffnung dort entleert. Sah ein bisschen putzig aus. Der fuhr auf einmal fing an, und hätte vielleicht nie gebremst, wäre, hätte es vielleicht nicht ganz so rumgehauen. Aber da er gemerkt hat, ist hinten, er kommt hoch, hat er mal dazu gebremst, wie es ansah, aussah im Video, aber er kippt mal um. Also sind nicht bloß ich, die Fails machen im virtuellen, als virtueller Landwirt, sondern es gibt auch gewisse Fails in der realen Landwirtschaft. So, gleich haben wir das erste Ding voll. Ich denke mal, eher in der Vorgewende wird reichen, dass wir dann hier die Längsbahn ziehen können. Ich finde das Dreschen einfach so entspannt. Schön hier lang tuckern ist was Feines. So. Ja, mecker nie rum. Schmusse doch bis zur Kante dreschen, du Nasenbär. So, da ist immer voll, denn beim runterkommen wir nicht ganz. Das müsste dumm zugehen. 6% noch. Und noch ganz pro Meter. 4, 3, 2 und voll. So, jetzt fahren wir den Kollegen. Wo stehst du? Ach, hier drüben. Das passt ja gleich. So, werden wir den abtanken und dann sind wir schon wieder am Folgenende angekommen. Mensch, das geht ja flotte Leute. Aber so ist es halt. So, tankt mal ab. Und ich werde mich jetzt schon verabschieden von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da. Seid überrascht, was als nächstes Projekt auf die Felsbrunnen folgt. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer So.